Stellungskrieg in der Ukraine. Bilder der ukrainischen Armee aus dem Telegram-Kanal der 3. Sturmbrigade. Klar ist, der Blutzoll ist hoch auf beiden Seiten. Und die Frontlinie verschiebt sich kaum. Die Situation ist die, dass wir uns einem Kulminationspunkt nähern. Ein Kulminationspunkt ist aus militärischer Sicht immer ein Punkt, wo im Prinzip eine Situation an der Kippe steht und sich entscheidet in die eine oder in die andere Richtung. Kulminationspunkt. Das sagt der Militärexperte Markus Reisner. Der österreichische Offizier ist einer der bekanntesten Analysten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Er glaubt, dass die Pattsituation Russland langfristig den Vorteil bringt. Der Krieg auf der Kippe. Wie konnte es so weit kommen? Die Ukraine scheitert 2023 mit ihrer Gegenoffensive. Russische Panzersperren, Schützengräben, Minenfelder. Jeder rote Punkt eine russische Stellung entlang der Front. Die russischen Truppen graben sich tief ein, das zeigen die Auswertungen von Satellitenbildern. Während die Ukraine 2023 noch auf Waffen aus dem Westen wartet. Mehr als 8 Millionen Minen liegen hier im Boden. Die ukrainische Armee findet kein Mittel, um einen Keil durch das russisch besetzte Gebiet zu treiben. Diese 155 mm Granaten müssen die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten rationieren. Es fehlt an Munition und Waffen. Das Dilemma darin besteht, dass die Ukraine immer nur das bekommt, das es ihr möglich macht, in einer asymmetrischen Situation wieder eine symmetrische auszugleichen. Aber zu wenig, um tatsächlich überschießend zu handeln. Das heißt, die Russen tatsächlich so in die Enge zu treiben, dass sie quasi gezwungen sind, möglicherweise in Verhandlungen zu treten. Der Westen liefere immer nur so viele Waffen, damit die Ukrainer auf Augenhöhe mit den Russen kämpfen könnten. Beispiel: der Getreidekorridor vom ukrainischen Hochseehafen Odessa aus in die Welt. Russland droht, internationale Handelsschiffe zu versenken. Transporte mit lebensnotwendigem Exportgetreide aus der Weizenkammer Ukraine für Länder in Afrika. Die Ukraine erhält Präzisionsraketen aus Frankreich und Großbritannien mit 250 Kilometer Reichweite, zerstört russische Radaranlagen auf der völkerrechtlich illegal annektierten Krim. Daraufhin verlassen russische Marineschiffe wegen der Bedrohung den Krimhafen Sewastopol Richtung Osten. Die Luftverteidigung der Hafenstadt Odessa wird verstärkt, auch mit westlicher Hilfe. Der ukrainische Getreidekorridor von Odessa über das Schwarze Meer ist frei, ein Erfolg für die Ukraine. Doch Russland legt wieder nach. Mit Winterbeginn berichten ukrainische Soldaten von schweren Angriffen an der östlichen Front. Russland greift die großen Städte wie Kiew und Kraftwerke, Umspannwerke wieder massiv mit Raketen aus der Luft an, wie schon im ersten Kriegswinter. Dabei können die russischen Kampfjets weit weg aus sicherer Entfernung abfeuern, ungestört. Denn der Ukraine fehlt es noch immer an eigenen schlagkräftigen Flugzeugen. Westliche F-16 für die Ukraine warten auf den Einsatz. Ukrainische Piloten werden erst noch im benachbarten NATO-Land Rumänien trainiert. Solange ist Russland mit seinen Kampfjets im Vorteil. Im Wesentlichen ist es vor allem eine Frage der Luftabwehr. Also das eine ist die aktive Luftabwehr und die andere ist die passive Luftabwehr. Aktive Luftabwehr heißt Kampfflugzeuge, die vorausschauend verhindern, dass feindliche Kampfflugzeuge sich in eine gewisse Distanz annähern, um Waffen zu lösen. Also diese quasi mehr oder weniger aus der sicheren Distanz abzuschießen, das ist das eine. Und passive Luftabwehr, also alles um das Werk herum, dass es quasi entsprechend einem verschiedenen in Schichten aufgebauten Layer das Werk schützt, damit es nicht zerstört werden kann. Ja. Hier am Boden rüstet die Ukraine mit westlicher Hilfe erfolgreich auf. Deutschland liefert 3 Flugabwehranlagen Iris-T-SLM. Das Hightech-Produkt kann auch andere Abschussbasen mit Radarinformationen versorgen. Die Flugabwehr wird erfolgreich vernetzt gegen Raketen und Drohnen. Heute stehen in dem Land modernste Flugabwehrsysteme. SAMPT aus Frankreich, Iris-T aus Deutschland, Patriot aus den USA.
Flugabwehrpanzer wie der deutsche Gepard wehren erfolgreich Drohnenangriffe ab. Seit August 2023 liefert eine neu aufgebaute Munitionsfabrik in Deutschland die Raketen für den Gepard in die Ukraine. Doch Russland legt wieder nach, jetzt mit noch mehr Drohnen vom Typ Lancet oder Shahed. Billig in der Produktion, teuer beim Abschuss. Dabei war die Ukraine im ersten Kriegsjahr im Drohnenkrieg noch im Vorteil. Russland holt auf. Jetzt ist es so, dass diese Situation noch verstärkt wird durch technologische Entwicklungen. Während die Ukraine sehr innovativ in den letzten Monaten neue Waffensysteme zum Teil eingeführt hat, ja, in einer Qualität, wie man es vorher nur theoretisch lesen konnte, in Texten über die Zukunft des Krieges. Also nehmen wir zum Beispiel den Umstand, dass wir hier ganze Schwärme von Drohnen sehen, die fast gleichzeitig im Einsatz sind, ja, diese First-Person-View-Drohnen zum Beispiel, hat die andere Seite, nämlich die russische Seite, oft diese innovativen Ideen kopiert und hat aufgrund des Umstandes, dass sie noch immer einen funktionierenden militärisch-industriellen Komplex hat, womit wir uns die Frage stellen können, was haben die Sanktionen gebracht oder nicht, begonnen, im großen Stil diese zu erzeugen. Das Schlachtfeld in der Ukraine hat sich in den ersten beiden Kriegsjahren ständig verändert. Mehr Drohnen, mehr Elektronik. Und wenn man jetzt sieht, dass beide Seiten aufgrund des Einsatzes vor allem vieler dieser Drohnen im Prinzip wissen, was die andere tut, so haben wir das, was viele in den letzten Jahren als das zukünftige sogenannte gläserne Gefechtsfeld bezeichnet haben. Das heißt, was immer passiert auf dem Gefechtsfeld, jede Seite hat sofort eine Idee davon, was passiert. Es gewinnt also, wer den besten Überblick behält, mit elektronischer Aufklärung, mit elektronischer Zielführung. Russland stört die ukrainischen Signale immer erfolgreicher. Fachleute sprechen vom Beherrschen des elektromagnetischen Feldes. Es ist jener Bereich, wo gefunkt wird, wo die Kommunikation passiert, wo das Up- und Downing von Drohnen stattfindet. Und wenn es gelingt, dieses zu beherrschen, dann gelingt es auch, dem Gegner eigentlich wieder blind zu machen, indem man ihm die Möglichkeit gibt, seine Drohnen einzusetzen. Dafür braucht die Ukraine noch mehr modernes Kriegsgerät. Das Land braucht Hightech, um Russlands Übermacht an Soldaten, Waffen und Munition zu schlagen, um die Pattsituation im Verteidigungskrieg gegen Russland zu überwinden.